Vielen Dank für diesen Mut. Toll, dass Sie beide da sind. Leila, gibt es Menschen, die vielleicht jetzt vorm Fernseher ihre Geschichte das erste Mal erfahren, bei denen sie sich jetzt outen, vielleicht auch Kolleginnen und Kollegen, oder ist das allen bekannt? Bei der Polizei müsste es eigentlich allen bekannt sein. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht aus vorherigen Berufen oder aus der Schule Leute gibt, die es noch nicht mitbekommen haben, aber jetzt bei der Polizei. An all die jetzt mal einen schönen Gruß, dann sind, genau, jetzt, sind die jetzt auch im Boot. Die wissen eigentlich alle Bescheid, da habe ich schon Bescheid gesagt. Die Polizeipräsidentin sagte da gerade, da haben wir, ein Mikro ist offenbar nicht so in Ordnung, dann nehmen wir das, sagte gerade, wir müssen anerkennen, dass wir da einen Fehler gemacht haben viele Jahre. Wie klingt das in Ihren Ohren, Leon? Naja, es ist ja, das gilt ja bundesweit, diese Vorschrift. Und das ist wichtig, dass man aufklärt, sensibilisiert, das Wissen vermittelt, was bedeutet Transidentität und Intergeschlechtlichkeit. Und manchmal braucht das Zeit, Vorbilder, um dann diese Veränderungen auch anzuschieben. Und das ist gut, dass wir das dann auch jetzt gemeinsam umgesetzt haben. Ja, ich finde es bemerkenswert, wenn die Polizei dann auch sagt, da waren wir auf dem Holzweg viele Jahre, da sind wir ein bisschen spät mit unserem Bewusstsein gewesen. Und dann kam irgendwann der Punkt, Outing vor den Kollegen. Stimmt's, dass Sie denen gesagt haben, so Leute, ihr habt jetzt 4 bis 6 Wochen Zeit, damit klarzukommen und dann sollte das kein Thema mehr sein? Ja, da war ich bin ja sehr offen und direkt. Also die Menschen, die mich kennen in der Polizei, aber auch so in meinem Freundeskreis, da bin ich sehr direkt. Und das war, ich hab mir so einen Spaß erlaubt und habe gesagt, okay, wenn ihr mich jetzt immer noch im alten Namen, also im Deadnaming ansprechen solltet, dann zahlt ihr 5 Euro in ein Sparschwein und dann fahre ich davon in Urlaub. Es ist fast voll geworden. Nein, das natürlich nicht. Nein, also ich sag mal so, bei aller Ernsthaftigkeit, es ist nicht schön als Transperson das Deadnaming zu erfahren. Es kommt immer auch darauf an, wie man der Deadname, der tote Name, der abgelegte Name, den Sie nicht mehr verwenden, den auch Leila nicht mehr verwenden möchte, weil dafür etwas steht, was Sie nicht mehr sind. Richtig, wenn das mal vorgekommen ist, dann wusste ich immer ganz genau, dass mein Freundeskreis oder die Menschen um mich herum, die haben das nicht böse gemeint, sondern ich habe ihnen die Zeit gegeben, dass sie sich daran gewöhnen. Mhm. Wenn das aber natürlich Menschen sind, die mich nicht kennen und die das nicht voller Respekt dann machen und respektlos sind und mich im Deadnaming ansprechen, dann finde ich das zutiefst beleidigend. Das wollte ich nochmal klarstellen. Dass, Jeder braucht seine Zeit, genau wie Sie die Zeit brauchten, das für sich zu entdecken, muss ja auch jeder im Umgang entdecken, wie er dann einen richtigen, angemessenen Ton findet. Leila, wie haben Sie das Outing bei der Polizei da in Ausbildung angegangen? War das einfach von vornherein klar? Haben das andere für Sie erledigt? Ich habe das nicht direkt gemacht. Ich wollte erst mal schauen, wo bin ich dann eigentlich gelandet? Wie sind die Leute so? Aber ich habe jetzt nicht irgendwann an einem Tag für alle bekannt gegeben. Es war eher nach und nach, aber ich fand das so auch gut. Also ich mache sowas dann ungern auf einen Schlag. Und es hat auch gut funktioniert. Man weiß ja auch nie, an wen man so gerät. Also ich sage das jetzt mal, ich darf das. Ich erlebe die Polizei in Teilen dann schon so als ein, wie man sagen würde, sehr heteronormatives Milieu. Also da gibt es schon auch noch den klassischen Streifenmacho. Also ich erlebe das zumindest im Alltag, wenn das auch nicht für viele und für alle gilt. Ist, glaube ich, sowieso schwer für Frauen in diesem Umfeld Fuß zu fassen. Für eine Transfrau wahrscheinlich dann noch mehr, oder? Habe ich am Anfang tatsächlich auch gedacht, aber ich wurde sehr positiv überrascht. Also der Frauenanteil ist auch sehr groß. Das ist recht ausgeglichen bei uns in der Hochschule. Und auch viele Leute mit Migrationshintergrund, also generell sehr divers. Und ich habe auch wirklich keine negativen Erfahrungen gemacht, was meinen Trans-Hintergrund angeht. Also hat sich die Polizei wirklich schon weit bewegt. Und auch da gilt es, ein paar Klischees mal über den Haufen zu werfen. Jetzt gibt es diese Polizeidienstvorschrift 300 nicht mehr, nach der Transmenschen nicht mal eine Chance als Bewerber hatten. Aber ich glaube, es steht immer noch drin, dass Bewerber ausgeschlossen sind, die regelmäßig Medikamente nehmen. Und das ist dann durch die Hintertür, so hört man, für manche schon schwierig, wenn sie sich in der Hormontherapie befinden. Also mit anderen Worten, ist das schon Common Sense bundesweit in der Polizei, dass Transmenschen jetzt freie Bahn haben, Leon?
Ja, also es kommt immer darauf an, also auf welches Bundesland man schaut. Also ich kann nur für Niedersachsen sprechen. Wir sind da sehr federführend, weil wir Diversität innerhalb der Polizei kommunizieren, aber auch viel Wissenstransfer leisten. Mhm. Und ich in meiner Funktion auch transbewerbende Personen oder intergeschlechtliche Menschen begleite, wenn sie sich bei uns bewerben möchte, und alle Stellen sensibilisiere, damit dann auch entsprechend richtig damit umgegangen wird. Und wir haben auch schon viele Trans-Menschen eingestellt. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch dieser Moment hier und dieser Auftritt bei uns ganz, ganz wichtig ist, weil da draußen jetzt junge Menschen sitzen, die auch vielleicht hadern, kämpfen mit ihrer Identität und dem Weg, den sie gehen wollen. Insofern glaube ich, dass Sichtbarkeit immer ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen meinen großen Dank und großen Respekt, dass Sie heute Sichtbarkeit gezeigt haben. Und viel Erfolg für die Ausbildung. Vielen Dank. Dass da auch meine Oberkommissarin raus wird. Ja. Danke, Leon. Danke, Lena.